Wir haben, wie man hinter uns sieht, zum Beispiel unseren herstellerunabhängiges Demonstrator-Ökosystem entwickelt mit unseren Modulen, mit unseren Logistiksystemen. Aber eigentlich viel wichtiger von der Hardware abgesehen ist, wir haben auch einen Datenraum geschaffen. Wir haben Services geschaffen, die darauf aufsetzen. Ich habe es auch gerade schon gesagt, Service für eine Qualitätskontrolle, Service für einen Carbon Footprint. Und das haben wir mit Hilfe von Smart Max eben geschafft.